Jungfrau Maria, Juni, Monat des Kreuzzugs der Bekehrung, Donnerstag, 31. Mai 2012, 21 Uhr. Mein Kind, von Satan und von den Seelen, die er angesteckt hat, wird jegliche Anstrengung unternommen, das heiligste Wort meines Sohnes zu untergraben. Vergiss niemals, dass Satan die ersten Samen von Zweifeln in die Herzen auserwählter Seelen pflanzt. Die schlimmste Verurteilung wird von denjenigen auf diese heiligen Botschaften gegossen, die mit meinem kostbaren Sohn aufs Engste vereint sind. Wenn Satan das tut, gewinnt er Seelen. Erlaube ihm nicht, dieses zu tun. Mein Kind, geh weg und beschäftige dich nicht mit ihm. Mein Sohn hat sein heiliges Wort niemals verteidigt. Auch du solltest dieser Versuchung nicht erliegen. Der Umfang des satanischen Einflusses wächst und breitet sich weltweit aus. Meine armen Kinder leiden so, und ich weine Tränen des Komas, wenn ich ihre Betroffenheit und ihren Kummer sehe. Bittet, meine Kinder, um den Frieden in dieser Zeit, damit Gottes Kinder überall auf der Welt sich meinem Sohn zuwenden werden, um Kraft zu erhalten. Nur göttliches Eingreifen, das euch aufgrund der Gnaden gegeben wird, die euch durch eure Gebete gewährt werden, kann euren Schmerz und euer Leiden erleichtern. Mein Sohn sinnt sich danach, dass die Seelen sich ihm zuwenden, denn nur er kann ihnen den Trost geben, den sie so nötig haben. Nichts anderes wird euch Erleichterung verschaffen von der Qual, die ihr jetzt erleidet. Ich bitte euch dringend, Kinder, den Monat Juni der Bekehrung der Menschheit zu widmen und sicherzustellen, dass sie nach Erlösung streben werden. Nennt diesen Monat den Monat des Kreuzzugs der Bekehrung, und betet als Einheit durch Gebetsgruppen weltweit. Hier ist das Kreuzzugebet für den Kreuzzug der Bekehrung. Kreuzzugebet, 58, Kreuzzug der Bekehrung Gebet. O lieber Jesus, ich rufe dich an, alle Kinder Gottes in deine Arme zu schließen und sie mit deinem kostbaren Blut zu bedecken. Lass jeden Tropfen deines Bluts jede Seele bedecken, um sie vor dem Teufel abzuschirmen. Öffne die Herzen aller besonders verhärteten Seelen und derjenigen, die dich zwar kennen, die aber befleckt sind mit der Sünde des Hochmuts, niederzufallen und darum zu bitten, dass das Licht deiner Liebe ihre Seelen durchströmt. Öffne ihre Augen, damit sie die Wahrheit sehen, so dass die Morgendämmerung deiner göttlichen Barmherzigkeit so auf sie niederströmen wird, dass sie mit den Strahlen deiner Barmherzigkeit bedeckt werden. Bekehre alle Seelen aufgrund der Gnaden, um die ich dich jetzt bitte, lieber Jesus. Hier die persönliche Intention einfügen. Ich bitte dich um Barmherzigkeit und biete dir für diesen Monat Juni das Geschenk des Fastens an, einen Tag jede Woche, zur Sühne für alle Sünden. Amen. Kinder, ihr müsst im Monat Juni jede Woche einen Tag fasten. Ihr müsst täglich meinen Rosenkranz und den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Indem ihr das tut, Kinder, werdet ihr aufgrund der Barmherzigkeit meines Sohns Jesus Christus die Seelen von Millionen retten. Eure geliebte Mutter, Mutter der Erlösung.